Ciao aus Mailand. Wir sind hier auf der Motorradmesse EICMA und wir schauen jetzt mal rein in die Hallen, was es von Malossi, Polini oder auch von Vespa im Rollerbereich Neues gibt. Hi, this is from EICMA. Der EICMA in Mailand am Malossi-Stand und schauen uns die Neuerungen an, die für 2018 auf den Markt kommen sollen. Und da fällt am ehesten ins Auge der neue 177er Zylinder von Malossi für die Vespa PX. Das Neue ist, dass dieser Zylinder jetzt auch in Aluminium gegossen ist, wie der 200er Zylinder. Er hat größere Überströmkanäle, einen zweigeteilten Auslass und einen geschraubten Auslassstutz. Eins der lustigen Highlights, was kommen wird jetzt und auch im Katalog schon beschrieben ist, für die GS 160 und die SS 180 endlich ein vernünftiger Zylinder mit viel Druck. Wir haben auch eine 8-Klappen-Membran, aber die Carbonplättchen sind gummigelagert. Das heißt, das Ansauggeräusch hörst du einfach nicht mehr. Das Klappern fällt komplett weg für die Rallye 180. Neu aufgelegt jetzt und auch designt mit einem neuen Layout mit dem Versetzen der Stehbolzen. Das heißt, für alle Leute, die eine Rallye fahren, mit Sicherheit ein Highlight.